Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amnesia Rebirth Part 16. Ja, beim letzten Mal haben wir hier seltsame Ruinen gefunden, offenbar römischen Ursprungs. Aber die Forscher hier, die hier im 19. Jahrhundert waren, offenbar, die haben es auf was anderes abgesehen gehabt. Nämlich auf noch wesentlich ältere Relikte, die aber einer anderen Zivilisation entspringen. Ja, wir werden mal sehen, wie es hier weiter geht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein Rätsel lösen. Und dazu brauchen wir noch so ein paar dieser Relikte. Okay. Aha, hier ist offenbar abgesperrt. Oh, hier können wir auch gar nicht durch. Aha. Was sagt denn das Amulett? Ja, das können wir noch nicht öffnen. Doch, können wir öffnen. Ich glaube, hier ist ein Schalter. Ach nee, das ist ein Wandsafe. Was haben wir denn da Schönes? Oh, hier brauchen wir eine Energiezelle, eine Vitae-Zelle. Gut, dann können wir da schon mal nicht durch. Können wir da auch hoch eigentlich? Nee, eine Leiter war hier nicht oder so, ne? Nee. Gut, dann gehe ich mal hier weiter. Hier sind auch riesige Steinquader aufeinander gestapelt. Aber nee, da. Wir müssen hier lang. Es geht leider nicht anders, Leute. So, können wir das, super. Meine Laterne wieder voll. Das ist doch schön. Oh, wen haben wir denn da? Ach, eine römische Statue eher. Oh nein, jetzt ist gut. Ja, das Kind nervt die ganze Zeit so ein bisschen, ne? Das ist wieder weitaus lebendiger als bei der Oase. Da dachten wir schon, es wäre tot oder so. Aber ne. Wieso? Boah, klingt ja widerlich. Was ist denn das hier? Was macht denn diese Geräusche? So, die Tür geht auch nicht auf. Hm, da kommt irgendwas. Schlüpft da. Offenbar. Oder ist dabei zu schlüpfen. Oder frisst. Das sieht eher aus, als würde eine dieser Kreaturen was fressen. Dann komme ich jetzt da nicht durch. Leute, Fragen über Fragen. Ich glaube, die Kreatur muss uns mal wieder die Tür öffnen, richtig? Müssen wir Krach machen? Das könnte sein, ne? Ich will es nicht beschreien. Quatsch, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mal was anmachen, hier ein bisschen Licht. Und hier ist auch noch ein Licht. Dann können wir uns hier mal ein bisschen näher umsehen. Da sehen wir wenigstens mal was. Und da sind wir gekommen von da oben, genau. Hä? Warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Soll ich mit irgendwas dagegen schlagen? Was ist denn das hier eigentlich? Oh, hört sich ja widerwärtig an. Na gut, da kommen wir noch nicht lang. Würde ich jetzt mal sagen. Okay, gehen wir wieder hoch. Können wir das hier zum Einstoß bringen? Das wäre geil. Ach man, jetzt ist es so gut. Kind! Wie gesagt, es ist noch nicht mal geschlüpft, ne? Nervt jetzt schon. Ja, wir müssen offenbar noch so ein Teil finden, aber fragt mich mal wo. Aber die haben hier keins gefunden, oder? Oder haben die es hier versteckt irgendwo? Kann natürlich sein, aber ich hätte es doch gesehen, oder? Na gut, da war was, aber das war ja nicht gefüllt. Leute. Oh, ich muss nochmal zurück. Habe ich was dabei? Nö. Hab ich jetzt auch gewundert. Hier können wir... Aha. Was ist das hier eigentlich? Können wir das auch aufmachen? Nö. Gut. Na, dann müssen wir nochmal zurück. Also habe ich wohl irgendwas übersehen. Will ich mal meinen, ne? Oder gibt es hier noch eine Tür?
Ah, guck mal hier. Ist ja auch. Ist ja auch gemein. Total versteckt. Richtig fies. So, und wo geht's hier lang? Nach oben oder nach unten? Hier können wir durch, okay. Hier muss ich kein Licht anmachen. Nee, hat's ja keine Angst. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Dann geht's da weiter. Moment. Nee, das war nur die Fackel. Gut. Hier gibt's mehrere Wege. Ah, hier spaltet sich das Ganze so ein bisschen auf. Er schluchzt. Oh, my heart. Also doch krank. Okay. Zumindest hat es den Anschein, ne? Der weint, also, puh, das muss dann schon eine schlimme Krankheit gewesen sein. Obwohl er generell so ein sensibler Typ eher war. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Es wird ja immer komplexer jetzt hier. Oh, so langsam entfaltet sich das Spiel. Also hier waren die Archäologen offenbar auch schon. Die aus dem 19. Jahrhundert. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir endlich mal einen Journal-Eintrag bekommen. Einen vielsagenden. Nicht. Ah, guck mal hier. Kisten? Nee. Hier ist das. Eine Nachricht. Diagramm an Wand. Karte. Leylinien. Sternkarte. Position auf dem Funkfrequenzspektrum. Ähnlich der Wellenlänge. Muss vollständige Pfade überprüfen. Oh. Jasmin? Cool. Yes. Yes, hello. I'm here. I'm here. I'm trapped. I'm in a tomb. Doktor? So eine Nachricht. Ah, oh, damn. But I suppose at least they can't be far. Offenbar nicht. And they might as well be on the moon. And get out of here. Ja. Stimmt, das macht jetzt keinen Unterschied. Vielleicht gab es einst wirklich jemanden namens Tin Hinan. Oh Gott. Eine Anführerin ihrer Leute, also diese Königin. Falls das stimmt, ist sie wahrscheinlich in der Tuareg-Gruft weit über uns begraben. Es gibt andere, weitaus ältere Geschichten, die mit der ihren vermischt wurden. Legenden von der grauen Frau, einer Göttin, die durch die Wüste wandert. Legenden von einer Heilerin, Legenden von einer Herrscherin. Ich denke, das sind uralte Erinnerungen und Ereignisse, die hier wirklich passiert sind. Offenbar. Jetzt muss, möchte ich hier erstmal. Gott, können wir hier auch. Ja, hier können wir auch hoch, oder? Kann sie hier klettern? Da sie? Nö. War jetzt auch nicht so scharf drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da ist überall diese komische schwarze Schlotze. Ah, hier können wir offenbar auch was einstellen. Hier können wir drehen. Kommt da was hoch? Nö, das können wir nicht drehen. Noch nicht zumindest. Aha. Hier ist auch noch ein Zelt. Da war ein Zelt. Was ist denn mit den Forschern eigentlich passiert? Also, offenbar sind sie, hat sie ein schlimmes Schicksal ereilt. Zumindest sieht es danach aus bislang. Gut, hier können wir offenbar was einstellen. Müssen wir sogar. Jetzt kommen wir nicht weiter. Nur was müssen wir hier einstellen? Das ist eine Anordnung. Aber die Dinger können wir drehen, vermute ich mal. Das ist alles. Ah ja, die können wir drehen. Okay. Bis sie übereinstimmt. Was mit was soll es übereinstimmen? Ey, Junge. Sie hat doch gerade keine Angst. So, ach so. Vielleicht dadurch, dass welche fehlen. Das vielleicht selbst erklären, ne? Aber da oben geht es ja auch weiter. Nö, die unteren möchte ich mal ausprobieren, ja. Vielleicht tut sich dann was.
Mehrere Muster würden in Frage kommen. Aha. Zehnmal dasselbe Symbol. Finden wir das da? Das können wir gleich mal untersuchen, Leute. Je nachdem, was wir da drauf finden. Da ist ja komische Kerzenleuchter. Umgekehrtes Symbol haben. Doch, das haben wir nochmal. Okay. Ja. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ich hoffe mal, das ist noch so richtig. Und jetzt das noch in der Mitte. Wie, ist schon richtig? Nee. Es leuchtet auf jeden Fall, geil. In der Mitte brauchen wir was anderes. Achso, nur wenn ich da drauf stehe. Okay, verstehe. Das eine können wir gar nicht drehen, ne? Das haben wir gemerkt. Oder? Können wir das doch drehen? Vielleicht müssen wir das nur... Das war es, glaube ich, nicht. Das war so nicht, nee. Das war es, glaube ich. Richtig? Ich gucke mal. Ja, das ist es. Okay. Dann, fahr's mal hoch. Kann man das noch höher fahren? Ach, das ganze Ding kann man auch noch mal drehen. Das ist aber das Symbol. Eindeutig. Oder ist es falsch? Nö, ja. Gut, das eben können wir nicht drehen. Gut, dann war das falsch. Das können wir auch noch drehen, ne? Ach du Scheiße, ergeben sich ja etliche Kombinationen, oder? Und das zweite, was war denn das? Na, gucken wir das auch nochmal aus. Ja, das kriegen wir auch noch in Frage. Und das hier. Die Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeitssymbol, und was gehört da noch zu? Oder dieser Kerzenhalter? Wie gesagt, es gibt da etliche Möglichkeiten, Alter. Zum Glück haben sie das ein bisschen eingegrenzt. Ja, das ist nicht der Kerzenhalter. Wo war denn der? Hier, das ist er. Ich nenne es einfach mal so. Irgendwie will der nicht so richtig hier. Ich kann das nur. Kann ich das in eine Richtung drehen? Gut. Aber ich denke mal, das wird es auch nicht sein. Das wird zu simpel. Nee. Geht's noch höher? Ja. Ich glaube, das ist es nicht. Wäre zu einfach gewesen. Aber ich denke mal, das letzte können wir nicht. Oder können wir das auch verstellen? Na, das wäre dann der Super-GAU. Da gibt es noch mehr Kombinationen. Kann man hier ewig rumprobieren. Aber ich glaube, das können wir nicht nehmen. Verstellen, oder? Ich hoffe mal nicht. Nee, das können wir wohl nicht verstellen. Puh. Glück gehabt, Leute. Dann sind nicht ganz so viele Variationen. Ich meine, es sind immer noch genug. Aber das grenzt sich doch jetzt ein, ganz schön. So, am Anfang muss also dieser komische Dings stehen. Das kann man in alle Richtungen bewegen. Was kann doch das denn sein, ne? Hä? Oh, nein, 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 nicht zu weit. Immer wieder zurück. Hä? So. Ja, so. Genau. Okay. Was ist denn dieses komische J? Ich habe das Gefühl, das hatten wir schon mal, oder? Ne, das hatten wir noch nicht. In dieser Konstellation hatten wir das noch nicht. Schauen wir mal. Ey. Ach Quatsch. Das ist ja ein ganz anderes Symbol.
Was mache ich denn hier? Das Anfangssymbol ist doch ganz anders. Zweimal dasselbe, ja? Oh. Nicht ganz so weit. Oh. Sagt uns das Kind, dass das richtig ist jetzt? Mama ist hier. Okay, also das, dann zweimal J. Oh, ein bisschen komisch, ne? Glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Jetzt wollen wir dieses komische J. Ja. Oh, stopp. Hm. Genau, nimm mal die Abkürzung. Aber wenn ich es jetzt nochmal drehe. Hoffentlich soll ich es nochmal drehen. Das glaube ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ach, die drehen sich dann mit. Ups. Probieren wir das mal. Hm. Zweimal dieselben Symbole ist, glaube ich, nicht, wie gesagt. Aber gut, man kann es ja mal nochmal probieren. Mehr als probieren geht hier nicht. Oh. Hm, gab es da nicht einen Hinweis irgendwo? Ich guck mal, Leute, das ist mir jetzt echt zu doof hier gar, ne? Nö, gibt es keine Hinweise. Doch, da gibt es doch Hinweise. Der Zeichnung, ne? Oder vielleicht so wie es ursprünglich angeordnet war, das kann natürlich auch sein. Und das ist quasi nichts mit der Lösung des Rätsels zu tun hat hier. Ja, endlich tut sich mal was hier. Oh, Leute. Jetzt bin ich, glaube ich, alle Kombinationen durchgegangen. Das hat wohl funktioniert, Anni. Meinst du? Da öffnet sich was, oder? Kann ich mich da jetzt reinstellen? Hm. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Was war das jetzt gerade? Das war so ein bisschen buggy. Da rein? Nee. Da konnte ich nur durchgucken. Können wir da rein springen? Ich glaube nicht. Arg. Was meinst du mit Arg? Na gut. Mal jetzt hier lang. Oh nee. Jetzt das geöffnet hier? Huch! Zu einem Kaffee. Salim und ich, wir haben nie darüber gesprochen. Aber noch zu früh. So, du sollst Amari sein. Hä? Das funktioniert für einen Boy oder eine Girl. Aha, Amari, ja? Hieß seine Mutter? Ich laufe jetzt mal zurück. Vielleicht hat es jetzt was bewirkt. Aber ehrlich gesagt, hätte ich mir jetzt mehr versprochen davon. Ich dachte, wir finden noch was. Oh, Tauben. Da war sie wieder. Okay. Ich denke mal, das folgt so einer chronologischen Reihenfolge, ne? Diese Erinnerung an ihre Tochter. Tauben. Jede Menge Tauben. Wo sitzen die da? An irgendeiner Wand oder was? Ach nee. Ich glaube, die baden. In einer Pfütze oder so. Keine Ahnung. Sah jetzt ein bisschen diffus aus. Gut, ja. Schön, schön. So weit, so toll. Ah, guckt mal, hier hat sich doch was getan. No, there's
definitely something wrong here. Hm. Ich glaube auch. Weißt du, was machen? Jetzt können wir es drehen. Wohin? Ach, jetzt sind auf einmal die ganzen Kulören da. Okay. Alles klar, Leute, würde ich mal sagen. Wo soll das hin zeigen? Muss doch zur Mitte zeigen, würde ich mal sagen, ne? Das muss ja kanalisiert werden. Ah, ja, es wird verstärkt, der Strahl dadurch. Okay, okay. Cool gemacht, aber. Aber ich. Aber da fehlt trotzdem noch was, ne? Ich hab doch den einen Pylon nicht. Das ist eine Vitae nicht, aber vielleicht brauchen wir das gar nicht, Leute. Ups. Nein, nein, zurück. Oh, sieht das geil aus. Diese Lichteffekte sind der Hammer. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. So, jetzt muss er funktionieren. Ja, komm. Oder? Ja, das muss er aus. Komm, komm. Nein, warum kann sie nicht laufen? Das ist wieder so ein Bug ist. Dabei wurde heute just erst wieder ein Catch-up geladen. Oh nein, oder? Oh, shit. Oh. No. Something's still wrong here. Ah, die Dinger sind leer, ja, ja. Eins ist voll. Jetzt können wir die. Oh, das ist leer, ja. Und mit dem einen können wir jetzt die Tür betreten, ne? Richtig, Leute? Na. Das ist jetzt ja Zugang, ja. Ja, ja, okay. Cool gemacht, aber. Also das Pacing ist cool, finde ich. Also man weiß immer, was es zu tun gilt, ne? Gut, der Eingang war da ein bisschen versteckt. Jetzt können wir das Teil nämlich hier platzieren. Offenbar, jetzt wird sich hier die Tür öffnen. Hoffe ich doch. Soweit zumindest die Theorie. Die Praxis folgt der Theorie meistens, wie man gesehen hat. Naja, nicht meistens, aber oft. Sagen wir es mal so. Noch eine Geburtstagsparty. Drei? Na, da sah sie unglücklich aus. Hat geweint, wurde sie ausgelacht oder was von den anderen Kindern? Hm. Und das zu ihrer Geburtstags- oder anlässlich ihrer Geburtstagsparty. Das ist natürlich weniger nett. Puh. Cool, cool, cool. Aber die Ritze gefallen mir eigentlich ganz gut. Auch wenn sie relativ simpel gestrickt sind, ne? Aber. Boah, ist doch ganz nett gemacht. Ich meine, es ist ja immer ein Horrorspiel, aber das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Ich meine, es gibt ja genug Horrorspiele, die sind im Prinzip nur ein besserer Walking Simulator. Oh man, da sehe ich ja gar nichts. Oh nee, ja, stimmt. Ah, hier ist nichts. Gut, dass ich die Dinger nicht angezündet habe, ey. Ach doch, hier geht's weiter. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Streichhölzer. Yes, eins muss. Soll ich hier weitergehen? Kann ich die Tür öffnen? Oh ja. Ist ein Ölkännchen? Ne. Hier ist gar nichts. Gut, dann bauen wir das zweite Vitae-Fläschchen in Anführungsstrichen. Ah, hier ist wieder eine Nachricht. Und die Archäologen sind auch weit gekommen. TAH. Wir können den Apparat nicht erreichen. Versucht, das Metall zu brechen. Sind fehlgeschlagen. Es ist aus der gleichen seltsamen Zusammensetzung wie die Leidener Flasche. Flaschen. Eine genaue Untersuchung ist unmöglich, bis wir näher herankommen. Aber meine Theorie ist folgende. Die Leidener Flaschen sind Behälter für eine Art energetischer ätherischer Flüssigkeit, genau. Und der Apparat im Raum unten wird dazu benutzt, diese Flüssigkeit zu sammeln und die Flaschen damit zu befüllen. Woraus sie bezogen wird, ist unklar. Sicherlich nicht einfach aus der Atmosphäre. Es muss etwas sehr viel Lebendigeres sein als das. Haben die Menschen als Batterien verwendet? Ich habe den jungen Rashid mit einem Kübel Farbe und einem Pinsel nach unten geschickt und ihm aufgetragen, alle Wege zu markieren, die er leicht findet. Das wird uns vielleicht noch helfen, Leute. Das ist die Anlage, die die Flaschen auffüllt.
Mist, hätten wir jetzt die Lehre mitnehmen sollen? Ich hoffe mal nicht. Sonst müsste ich wieder zurück. Ah, Streichhölzer. Ey. Hier ist eine leere Flasche drin. Ey, nimm doch mal die. Ach so, die kann sie nicht nehmen. Sollen wir jetzt die Flasche einfach nehmen hier? Ich nehme die mal. Sind noch mehr Behälter. Alle leer. Ja, ja, die sollen aufgefüllt werden. Das haben wir schon verstanden. Na, noch eine Nachricht. T.A.H. Khaled hat noch mehr volle leidender Flaschen ausgegraben. Es ist zwar offensichtlich, dass sie zum Antrieb des Portals benötigt werden, doch ohne eine andere Kugel werde ich sie nicht bei einem Versuch verschwenden. Allerdings bin ich mir jetzt sicher, dass der Inhalt der Flaschen diese flüssigkeitsähnliche Energie, diese Vitae ist. Und der Alexander sprach, ja, das war mir eigentlich schon die ganze Zeit klar. Ja, deswegen habe ich aber... Also irgendwie war das doch relativ logisch. Noch mehr Flaschen drin. Da geht's runter. Lasst mich raten, da ist eine Maschine. Also, nee, von da bin ich auch gekommen, oder nicht? Nö, bin ich nicht. Ah, hier sind ja noch mehr. Okay. Noch mehr Streichhölzer. Oh, eine Nachricht wieder. Eine akustische Under the sign of the Seven on the third rise of the second calling, I, Karangi, make this record. The harvesters have adapted to the refinements to the hunting ground. Over the last 10 rises, I mark a full yield of 17 cells, which is an improvement of 4 cells over the previous cycle. Mareku suggests that the new transfiguration batch may be a contributor. I advise a cycle with prior harvester stock to eliminate uncertainty. So recorded in her name eternal. Ah, die bezeichnen das als Zellen, als Energiezellen offenbar. Oh cool, hier können wir Dosen werfen machen. Hier war jetzt nur die Nachricht? Mehr nicht? Oh, ah, okay. Vielleicht brauchen wir irgendwas Lebendes, um es aufzufüllen. Ja, oh nee, das klingt schon wieder... Da sind wir gekommen. Gut. Gut, dann muss ich jetzt den anderen Ausgang verwenden. Oh, ist so wieder stockfinster. Nee, ich glaube, hier war nichts weiter, oder? Ne. Ist bestimmt wieder... Ah, hier haben sie so eine stilistisch angepassten Fackeln, sage ich mal. Was sind ja Fackeln? Aha, hier hat er alles markiert, oder was? Mit Pinsel und Farbe. Oh oh. Seht ihr das, was ich sehe? Ja, mit garantiert. Oh ne. Blocked on the other side, I think. Ja, deswegen müssen wir uns hier durchquälen. Fürchte ich. Oh ne. Wer ist da? Quatschen mit uns jetzt schon. Ah, kann man das weg? Wie soll ich denn das machen? Habe ich hier einen längeren Gegenstand? Steine habe ich hier. Ist hier irgendwas? Kann man da rein? Nee. Zum Glück nicht. Leute, also, da wäre ich jetzt auch gar nicht scharf drauf gewesen. Ja, irgendwie mit den Steinen da drauf werfen. Wie konnte man nochmal werfen? Irgendwie ging das nochmal. Oh, nein. Bis zu werfen. Ah, ja, okay. Toll geworfen. Ich hoffe mal, hier sind genug Steine. Ja, super. Kommen wir auf. Oh je. Oh je, das ist einer der Archäologen, oder? Nee, Alex Sterling ist das. Der Sohn. Der Jüngere. Ah. Oh nein, ein Streichholz. Okay, schon eine halbe Stunde um. Best of luck, Tarzi. Best of luck, Tarzi.
Ah, der war doch ganz okay, ne? Würde ich mal sagen. Weil viele ihn als reichen Snob angesehen haben. So, Kamera ist auch aus. Super. Was ist das wieder für eine Anlage hier? Au! Wegen Streichhölzer. Ha. Oh Gott, oh Gott. Können wir jetzt hier irgendwas mitnehmen? Ah, hier ist wieder so eine Nachricht, aber diesmal von diesem Volk. Unter dem Zeichen der Auranga, am zweiten Aufgang, zum zweiten Ruf, mache ich Karangi diese Aufzeichnung. Wir haben einen Fehler im überarbeiteten Entwurf der Jagdgründe gefunden. Wenn die Sammler bisher genug Spielraum hatten, um Objekt mindestens 100 Ida lang nachzustellen, senkt die aktuelle Konfiguration diesen Wert auf 30. Die Objekte verfallen schlichtweg in Panik und laufen wild davon. Objekte, okay, also Lebewesen würde ich mal sagen, in ihren Systemen entsteht auf diese Weise nicht genug sammelbare Energie. Ich empfehle vorübergehend die vorherige Konfiguration wiederherzustellen, während wir die Werte neu berechnen. Aufgezeichnet in ihrem ewigen Namen. Ey, die haben wirklich, was ich vermutet habe, ne? Die haben Lebewesen vermutet, verwendet, um ihre Batterien hier aufzuladen, um ihre Vitae. Also haben sie irgendein Volk scheinbar unterdrückt. Oh Mann, die waren ja echt grausam unterwegs, ja. Oh je. Ich höre wieder Schotter. Oh, jetzt ist so eine... Unbekannt. Das ist immer von den Archäologen, ne? Oh, puh. So, jetzt erstmal wieder kurz hier umsehen. Jetzt könnte ich Streichhölzer gebrauchen. Genau, an solchen Orten ja. Ja, na also. Ich wurde erhört. Mein Flehen wurde erhört. Okay, offenbar geht's hier weiter. Nee, oder auch nicht. Aber wir müssen hier irgendwas einsetzen. Nee, wir müssen das aufdrehen. Oh nee, dann können wir wieder nicht zurück, oder? Warum ist denn da so ein Schatten gerade? Oh, eine Falle. Wow. Ja, mach mal. Mach mal eine an. Eine Fackel. So, das ist versperrt. Ach, hier sind so Druckplatten. Mal daraufhin öffnet sich was, oder? Ah, okay. Ein weiteres Rätsel, würde ich mal sagen. So, Leute, aber... Ich würde mal sagen, auch sagen, dass es beim nächsten Mal weitergeht. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Euer S-Shark, lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Orden da. Bis dann.